Er ist der mit Abstand bekannteste Parasportler Deutschlands, Markus Rehm. Kein Wunder bei 2 Paralympics-Titeln und 4 Weltmeisterschaften allein im Weitsprung. Der Leverkusener konnte sich nur selbst schlagen. Nichts jedoch lag ihm ferner. Schon im zweiten Versuch die erste 8 Meter Weite. Für den 31 Jahre alten Rehm, der seinen Unterschenkel bei einem Wassersportunfall verlor. Damit war klar, dass der gelernte Orthopädietechniker unangefochten auf seinen 5. WM-Titel zusteuerte. Hinter Rehm spekulierte Vereinskamerad Felix Streng auf eine Medaille. Und es sah ganz gut aus für ihn nach diesem Sprung. 7,06 Meter, Platz 3 hinter Rehm und dem Franzosen Pavard. Trotz erkennbar verschenkter Weite beim Absprung. Streng hatte bereits am Sonntag über 100 Meter Bronze geholt. Rehm kämpfte derweil einen einsamen Kampf an der Spitze gegen seine eigenen Bestweiten. Hier im 5. Versuch gelingt es ihm, ein Stück näher an seinen eigenen Weltrekord zu kommen. Der steht bei 8,48 Meter. 8,17 Meter sind's. Standesgemäß aber seinen eigenen hochgesteckten Erwartungen vielleicht nicht ganz entsprechend. Der Südafrikaner Mlongo in seinem letzten Versuch, sein bester, mit 7,07 Meter. Damit setzt er sich vorstreng auf den Bronzerang. Überschwänglich die Freude. Felix Streng nun in Zugzwang. Kann er in seinem letzten Versuch kontern? Von Geburt an fehlt ihm ein Unterschenkel. Wieder trifft er das Brett nicht voll. Bleibt deutlich hinter seiner persönlichen Bestleistung zurück und muss mit Rang 4 Vorlieb nehmen. Bei den Paralympics von Rio de Janeiro hat es noch für Bronze gereicht. Schade. Also heute war es sehr schwer, muss ich gestehen. Wir haben die Tage über schon gesehen, dass hier der Wettkampf immer mit sehr viel Gegenwind stattfindet. Wir haben versucht, noch mit dem Komitee zu sprechen, das zu ändern. Das war leider nicht möglich. Und wir wussten, es wird ein schwerer Wettkampf. Unter den Bedingungen sind 8,17 wirklich in Ordnung. Ich glaube, der wäre andersrum gestanden, da wäre deutlich mehr gegangen. Aber ich bin happy, der 5. WM-Titel in Folge. Und das ist ein tolles Ergebnis. Ein Solo also für Rehm mit der Deutschlandfahne für den Mr. Weitsprung. Sein erwartetes Gold blieb allerdings die einzige Medaille am 7. Wettkampftag dieser Weltmeisterschaften. 2 Frauen hatten immerhin Lauffinals erreicht. Doch Nicole Nikolajczyk kam beim Sieg der Chinesin Shi über die 100 Meter der koordinativ Behinderten über Platz 7 nicht hinaus. Und die jüngste im deutschen Team, Nele Moos, sammelte in ihrem 200-Meter-Rennen internationale Erfahrung. Trotz lebhafter Anfeuerung, mehr als der 8. Platz sprang nicht heraus beim überlegenen Sieg der Britin Hahn. Für einige im deutschen Team schien der wunderschöne Vollmond über Dubai dann doch erreichbarer als eine Medaille.